Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Bus. Heute fahren wir die neue Route M11, die ich selber erstellt habe, die aber nicht original ist wie in echt. Aber trotzdem habe ich die Route erstellt für euch. So, wir fahren wieder mit meiner liebsten Lackierung von dem Bus. Ich weiß nicht, mir gefällt dieser Bus sehr. Und als Info, es sind wieder ein paar neue Lackierungen rausgekommen. Es gibt aber einen Fehler in meinen Lackierungen, da ist noch ein Schreibfehler reingekommen. Habe ich sehr spät gemerkt, der wird mal hoffen nachher sozusagen wegkommen. Die Lackierung, die ist, glaube ich, veröffentlicht, so wie ich gesagt habe. Und ja, so. Wir fahren jetzt, wie ich gesagt habe, den M11er Bus, der halt echt in der Nähe von mir fährt. Da freue ich mich. Ja, nee. Ja. So, erstmal Motor anschalten, Klimaanlage an, Licht anmachen. Hallo. So. Bremse lösen, Türlicht anmachen, Klimaanlage auf. Wie Grad haben wir hier draußen? 2 Grad. Machen wir mal ein bisschen so 23 Grad. So, Tür zu. Das Licht können wir ein bisschen dunkel machen. So. So, ab geht's. Ich muss noch was, eine Sache ändern. Das habe ich vergessen. Das muss ich nur schnell einstellen. So, die Sounds ein bisschen höher. So. Ja, willkommen wieder zu einer neuen Folge. Wie ich gesagt habe, Route M11er. Diesmal mit die Lackierung, die ich immer fahre. Und ja. Oh, ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken an alle, die wirklich die Bass-Videos anschauen, weil ich sehe gerade erst, dass wirklich viele das anschauen. Das kommt bei euch so gut an, dass ich halt wirklich mehr Videos von das machen werde. So, diesmal haben wir auch eine neue Route, das feiere ich auch. Und ja. So. Wir fahren bis zum. Ich muss selber gucken, wohin wir fahren müssen. Auf die Ampel nicht aus dem Blick haben. Also, ja. Können wir gleich mal gucken. So. Okay. Ich hoffe, ihr hört meine Tastatur nicht so laut. Ja, komm, 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 zieh ich noch durch. So. Ups. Mit Lenkrad wäre viel besser zu fahren, aber ich habe leider keinen. Ja, hier bremsen wir mal lieber. So. Ja, also grob zur Info wieder. Kleine Info zu The Bus. The Bus ist ein Game, was man am PC über Steam für 34 Euro kaufen kann. Wie ich gesagt habe, kann man halt nur auf PC noch derzeit spielen. Vielleicht kommt es demnächst mit auf Xbox oder PlayStation. Aber erstmal gibt es halt erstmal auf PC. Kostet halt 34 Euro. Ist halt noch in die Testweise. Es gibt noch viele Abstürze. Es gibt noch viele Bugs. Zum Beispiel die KI, sondern die Fahrzeuge, weil die NPCs, die hier so Hallo? rumlaufen, so Grafikbugs sind bei jedem Spiel Hallo? so, ist halt überall bekannt. Darum, ja, aber 34 Euro, wie ich gesagt habe, ist perfekt der Preis für The Bus, weil ganz Berlin fast habt ihr. So, und dazu noch ein richtiger Berliner Bus, ja, viele Berliner Busse, so, und da lohnt sich das Geld, um sagen. So, ich wundere Leute, heute kam auch noch ein anderes Video hoch, das Kochvideo von ein paar Freunden mit mir. Wir haben da halt ein bisschen Quatsch gemacht, so beim Kochen. Ich weiß nicht, ob das bei euch gut ankommt. So, wir müssen eh hier schon rüber. So. Ja, nee, das habe ich gestern Abend aufgenommen, weil viele Freunde von mir, die dabei waren, haben gefragt, ey, kannst du es auch nicht aufnehmen? Es doch, wäre viel Spaß, hätte doch viel Spaß. So, habe ich gesagt, ich hoffe sonst. Und da haben wir einfach einen Koch gespielt, so Burger King und so. So, jetzt können wir schnell die Route gucken, wo wir die Route enden. Okay. Okay, jetzt weiß ich genau. Wenn hier in. Okay. So. Ich hasse genau fast diese. Es gibt zwei Ampeln, die für links abbiegen, die ich richtig hasse. Die halt immer nur eine Minute blau, green ist. Wirklich erstmal hier. Die KIs brauchen ein bisschen.
So, genau, wenn der zweite jetzt gleich rüberfährt, ist es gleich rot. Ja. Was, diese Ampel? Nee, das war die Ampel nicht. Krass. Es gab eine andere Ampel, die ist richtig schlimmer. Die ist schlimmer. Da, ihr fährt da ein. So, es sind zwei KIs vor euch. So, bei dem zweiten KI ist die Ampel schon gelb und was sonst bremsen die IKs halt. So. So, ja. Grobe Infos zum Debass. Es sollte am Dienstag ein Update kommen, also so habe ich die Info bekommen. Was neu reinkommt, ich glaube die Route kommt erstmal neu rein. Kann sein, dass es nicht kommt. Das hat der Liebe nicht mehr gesagt. Aber er hat mir erzählt, es sollte am Dienstag, der 28. ein Update rauskommen. Welches Update? Das werden wir dann genau am Dienstag mitbekommen. So, kommt rein, Moin. Kommt rein. So. Muss rein. So, den Blinker schon mal nach links blinken. Kann schon reinblinken. So. Ich hoffe, alles läuft gut. Ja, nee, grob auch zur Info, warum eigentlich nur Samstag, Sonntag und meistens auch ganz selten halt auch Montag bis Freitag Videos kommen. Wollte ich euch auch noch schnell noch erzählen. Wie ich auch gesagt habe, zu vielen anderen Parts ist halt die Stunde gerade ein bisschen wichtiger. Und weil eine der Bassaufnahme maximal 40 Minuten braucht, also wirklich 40 Minuten ist das Höchste, was ich für ein Bassvideo brauche. Als andere Videos, da brauche ich nur 20 Minuten. Darum ist halt, du warst halt mehr am Wochenende mehr fällig als am Montag bis Freitag so. Ich versuche da auch Aufnahmen zu machen, weil ich habe immer am einen Tag oder zwei Tage da immer frei. Und wir haben Vorfahrt, er fährt mit. Da habe ich halt mal Zeit, kann ich mal auch mehr als eins. Kann ich eine Aufnahme machen mal. So. Jetzt im Wochenende, so um sagen, hätte ich eigentlich nicht so richtig Zeit. Ah, ich muss hier rein. Aber ich habe doch eine durchgezogen, weil ich halt eine weitere Debass-Videos habe ich auf mein Lager gefunden, weil ich manchmal nehme ich halt ein paar Aufnahmen Formen auf, dass ich dann einfach sagen kann, komm, schnell das Bild. Das dauert nur 10 bis 20 Minuten, auch ungefähr. Und dann bin ich halt fertig und dann kann ich das Video hochladen. So. Wenn das halt so ist, dann habe ich Glück. Wenn nicht, dann muss ich halt eine Aufnahme aufnehmen. So, wie ich auch gesagt habe, die Aufnahme dauert meistens 30 Minuten bis 40 Minuten. So, ist unterschiedlich, weil es gibt Routen, die sind kurz, es gibt Routen, die sind lang. Ich habe jetzt eine mittellange Route genommen. Es kann sein, dass die Route, es muss sein, dass wir halt eine halbe Stunde jetzt fahren. Aber es ist extra sowas geplant, dass 30 Minuten geht, weil da habt ihr ein XXL-Video auf meinem Kanal. Wenn ihr jetzt abends im Bett seid und habt ein Fernseher oder ein Tablet oder ein Laptop oder irgendwas so und guckt meinen YouTube-Kanal an, dann seht ihr das Video, oh mein Gott, freut euch und dann guckt ihr an und dann schläft ihr halt auch gleich ein. Das kenne ich bei anderen YouTubern, wenn ich im Bett liege, gucke ich den Livestream von einem anderen Streamer, der GTA AP macht, guckst du dann einfach an und dann am Ende schlafe ich dann ein. Nicht, weil er langweilig ist, aber irgendwie bringt das was, finde ich. So, und dann schlaft man ein und dann ja, kann man einschlafen. Aber viele gucken das Video einfach nur so an, weil die keinen Bass haben oder keinen PC haben oder weiß ich nicht, einfach so. Weil das krass ist. Weil das merke ich auch, dass sehr viele Aufrufe kommen so. Und ich freue mich wirklich bei jedem Kommentar zu wissen, was hier krass ist so. Also mir geht es halt auch nicht auf die Aufrufe rauf oder so. Auch die Likes sind mir egal. Ich habe auch teilweise nur 0 Likes und das Video 200 Aufrufen. Ist mir egal. Hallo. Die Likes bringen mir nichts. Die Aufrufen bringen mir gerade Zeit auch noch nichts mehr. Muss ja nichts, weil ich nicht YouTube-Partner bin. So, aber trotzdem freut mich zu sehen, dass wirklich viele von euch sowas anschauen. So, wo ich das erste Mal hochgeladen habe, habe ich schon auch bemerkt, so vor zwei Tage später, dass es halt an euch sehr gut ankommt. Dass ich halt wirklich mal mehr von das nehmen soll. Aber zur Zeit habe ich gedacht, so, na, wenn ich mehr aufnehme, muss ich dann halt
Dann sind es mehr so ein Gaming-Kanal. So. Ich wollte versuchen, so ein Hilfe-Video zu machen. Es kommt ja nächstes wieder ein Hilfe-Video über einen Monitor. Das muss ich aber noch schneiden. Das Video habe ich komplett in den Vergessenlage verschoben. So muss ich sagen, vergessen, grob zu sagen. Was halt bei mir halt gerade, ja. Dieses Video geht auch ungefähr 11 Minuten, 18 Minuten. Das muss ich dann schneiden auf, weiß ich, meistens nur mal 12 Minuten oder so. Wenn ich keinen Scheiß labere, weil bei jeder Aufnahme erzähle ich Scheiße manchmal oder verblabber mich oder weitere Sachen. Hier beim The Bus ist es halt Gegenteil, dann kann ich reden, was ich möchte, sag ich mal so. Wenn ich mich verblabber, dann verblabber ich mich halt. Da kann ich halt auch nichts ändern. So, ja, doch, kann ich eigentlich schon. Ich kann halt das Video schneiden, aber dann habe ich sehr weniger Zeit. Ups, das war ein Lenker zu viel. Da habe ich ein bisschen zu weniger Zeit und kann halt nur seltener Videos von The Bus aufnehmen. Also aufnehmen kann ich, aber dann zu schneiden. Und ich will euch das einfach hochzuladen, dass ihr auch was zu schauen habt. Versuche mich am besten nicht zu verblabbern. Versuche einfach richtig ordentlich zu reden. Dusch auf und ja. So, einsteigen bitte. Hallo. Hallo. Letzten Mal. Dann schließt die Tür. Ja, nee. Ja. Wie soll ich sagen? Bin ich halt noch im The Bus halt noch ein paar Lackierungen zu machen. Ich habe jetzt für den E-Gitaro, also Elektrobus, eine neue Lackierung hochgeladen. Da steht 9 Tanken, werde geladen, steht da. So, die habe ich auch. Und weil, wie ich sie gefunden habe, ist, ich manchmal, wenn ich mal draußen bin, mit dem Bus fahre, sehe ich, gibt es bei vielen Bussen so eine Lackierung. So. Ah, ich mache mir dann ein Foto. Oder ich mache es noch besser. Ich gehe in Google, gebe BVG Berliner Bus Werbung ein. Dann gibt es da Busse, die eine Werbung dran haben. Beispiel jetzt steht jetzt diese Werbung, nein, nicht tanken, sondern ich werde geladen, Beispiel so. Da sehe ich es, mache dann mir eine Kopierung, sag ich mal so. Dann gehe ich zu meinem Paint.net, schreibe das ab. So, gucke, ob das perfekt ist. Ja, das bringe ich mir lieber ab. Und dann, wenn ich fertig habe, lade ich mir das runter und pack das dann in meinen The Bus rein, also in die Lackierung rein und dann haben wir ein perfektes. Und dann muss ich halt nur anpassen, ob die große perfekt ist, ob da kein Fenster oder keine Tür da im Weg ist. Weil meistens ist es so, kann ich hier gleich auch zeigen auf euch, wenn ich jetzt eine Lackierung mache und anpasse und beispielsweise eine Tür da im Weg ist, das Beispiel jetzt hier, ja okay, hier der Text hier ein bisschen verschiebt, egal wie. Auch wenn es hier ist, und für euch ein Paint.net gerade ist, ist hier das trotzdem schief. Das ist halt, weiß nicht, an was das liegt. Aber es ist mir so aufgemerkt. So, da kann ich gleich nicht mal weiterfahren. Bring ich mal schon rein. Ja, ne, oh, wir sind schon in Potsdam. Warte kurz. Ich bin ganz nach oben. Wir müssen ja ungefähr hier sind wir. Ja. Nee. Aber die Klingeltone sind doch geil, wenn echt einfach nicht jeden Zeit so ein Klingelton. Nicht. Hier, wenn eine Bass hier. Ich war jetzt zuletzt in was ist das? Hä? Ich will was das ist. Also das. Ich dachte schon. Nee, weil ich habe der Bus mal nicht der Bus. Ich habe mal in Berlin halt mit einem echten Bus, ja, so. Und da ist mir auch nicht so oft die Handys aufgefallen, dass das klingelt. Sehr selten. Und wenn, da sind halt nur Omas, die das Handy klingeln, zumindest. Ja. So. Kommt gerade schon perfekt an. Ja. Die Tafel klingt auch schön, finde ich irgendwie auch krass. Also eine Anzeigetafel zeigt, wann der nächste Bus ankommt. In vielen bestimmten Bushaltestellen sind die Tafeln jetzt abgedatet. Das heißt, die Tafeln
Tafeln werden nicht in Säuleform mehr gemacht, sondern so ein kleines Display, was in eine Bushaltestelle dran ist. Ja, jetzt hier kann kein so eine Tafel reinkommen, wie keine Sitzmöglichkeit von das Teil. Es gibt auch bei bestimmten Bushaltestellen, wo hier so Sitzplätze noch sind. Wo die Leute sich, oder die Fußgänger so sein, die Leute sich einfach hinsetzen können. Und da drinnen ist halt dort, wo die große Karte ist, wo man sich gerade befindet. Auch jetzt ein Display drinnen, weil der Bus kommt. So. Ja, man merkt, Zukunft kommt. So. Aber bei meiner Bushaltestelle, wo ich halt gerade bin, da ist es halt nicht so. Da muss man wirklich mal Google Maps gehen und dann auf gibt man Google Maps seinen Bus-Symbol und drückt man darauf und dann sieht man halt erst, wie lange der Bus noch braucht. Nicht auf eine Seite habe ich jetzt rausgefunden. Finde ich krass, dann kann ich ein bisschen einschätzen, wie lange der Bus braucht. Die werden nicht 100% so stehen, die werden nicht 100% so kommen, wie das auch da steht. Ist immer so. Aber ja, sonst muss man halt vorne bei diesem Busteil gehen, wo der Busplan ist. Hier ist so ein QR. Wie heißt das hier? Dieses Code-Teil, was man scannen kann bei Handy. Wenn man das scannt, findet man halt da die eine Seite von BVG, wo man halt das scannen kann. Oh, wann der Bus kommt. Es ist halt ein bisschen ausführlich ausgedrückt, so um sein gezeigt. Der zeigt auch genau den richtigen Bus. Kann ich bitte ein Ticket haben? Jo. Kannst du gerne. Dann zeigt er nur die Route an, dann kommt, steht da alle Busse, die jetzt halt den ganzen Tag kommen. Von, weiß nicht, von jetzt bis 20 Uhr beispielsweise. So, das finde ich schon krass, aber ganz jetzt zu scannen, nee. Wenn du sich Google Maps öffnet, geh einfach zu, wo ich gerade bin. Und dann drückst du auf diesen Bus-Symbol, was halt dann auf die Straßen ist und dann. Und dann hat man halt diese Route. Ich muss sagen, wenn der Bus kommt. Man kann auch dazu gleich gucken, ob da ein anderer Bus noch, ob die andere Seite von dem Bus, wann der kommt, so. Aber. Nee. So, wir fahren jetzt gerade wieder die neue Route, die halt zuletzt rauskam. Also die Stückroute. Bin ich krass. Ich weiß nicht, ich muss mich fett da richtig erinnern, ob ich hier wirklich mit durchgefahren bin. Ich muss mal. Ich locker bin ich ja schon locker oder bist du durchgefahren? So, wir müssen eh hier rein. So. Ein Gas können wir geben. So, ja. Ja, doch, hier bin ich schon mal durchgefahren, locker. Ach, sonst. Also, okay, wenn ich nicht in Berlin wohne, hätte ich jetzt nein gesagt, aber doch. Oh. Ich weiß nicht, ob das wirklich 110 so aussieht. Ticket, bitte. Oh ja, warte. Was kostet kurz. Das? Muss der mal gucken, 10 Euro. 8 Euro, 18 Euro. Kommen Sie mit 1 Euro. 1 Euro zum Ticket. So. So, ja. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen nicht so unsicher. Ich muss die Bilder halt nochmal. Ich muss halt einfach nur mal da rumfahren. Da steht Coca-Cola. So. Aber wie fährt die Straße? Und hier ist einfach. Achso, gerade mal noch 30 erlaubt. Jetzt ist hier 50. Blöd. Ich dachte schon, warum ist hier so eine große Strecke 30 erlaubt? Vielleicht haben wir das schon. Ich schau einfach auf die. Nee, ja. Es ist ein schöner Stadtteil, finde ich auch. Aber die Mitte von Berlin finde ich am besten, weil fühlt sich da einfach, weiß ich, wohl kann man jetzt nicht sagen, aber man fühlt sich da einfach krass an. Wie ich auch zum letzten Part gesagt habe. Dann wird die Ampel grün. Meine Fahrgäste pünktlich rauslassen. So. Achso, stimmt, ich habe eigentlich euch gesagt, dass ich jetzt diesen Part in diesem Part euch einen
Tablet. Ja, wie heißt es? Ich wollte euch diesen Part eigentlich mein Tablet raussuchen. Und mein Tablet als diese Drucker oder wie es heißt, Kassel-Modus, dieser Seite hier, ich weiß halt nicht, wie es heißt, das aber rauszusuchen, also um sie rauszumachen, und zu benutzen. Weil man kann ja seit. Oma hat kurz fliegen können. Ich glaube, sie hat einen Red Bull getrunken. Seit dem, weiß ich, Anfang von The Bus kann man halt die Kasse auf dem Tablet oder ein anderes Mobilgerät, sag ich mal so, rausnehmen, sozusagen kopieren, was auch funktioniert. Wo ich das getestet habe, ging das, aber es hat manchmal so richtig, hat sich abgeschnürt, sag ich mal so. Weiß ich, ob das an meinem Internet liegt oder nicht. So, jetzt habe ich ein LAN-Kabel dran, also sollte es das nicht daran liegen. Ja, mache ich wirklich, verspreche ich euch nächste Folge, wenn ich es aufnehme. Ich hatte jetzt die Aufnahme eigentlich nicht richtig geplant, weil ich eigentlich was schneiden wollte. Aber trotzdem habe ich die Aufnahme durchgezogen, weil sonst hätte ich eine Aufnahme für morgen nicht. Ich versuche fast jeden Tag eine Aufnahme zu bringen. Weil übermorgen am Dienstag wird dann gleich nochmal das gleiche The Bus-Video rauskommen. Morgen wird halt nochmal The Bus kommen. Ich weiß halt nicht, ich werde so planen, glaube ich. Montag kommt The Bus, Dienstag kommt nochmal The Bus. Am Mittwoch kommt dann halt dieses Info-Video über den PC und was. An hier gibt es eine Stelle, da überfahre ich irgendwas, auch wenn hier nichts ist. Ja, da. Da war's. Hier. Irgendwas ist hier, aber ich weiß halt nicht was. Berühre kein Fahrzeug, berühre keinen Zaun oder keine Absperrteile. Wenn wir ganz kurz das Geräusch zuhören, wie das anhört. Oh. Hört sich an, wenn Glas kaputt geht, aber. Okay, Bus haben hat auch Glas, aber. Wow. So, einsteigen bitte. Wir sind gerade, fast am Ende, würde ich sagen. Es sind noch ein paar Haltestellen dazu. So, einsteigen schnell. Die Aufnahme geht schon 22 Minuten. So, haben wir zu spät? Nein, eine Minute zu früh. Sowas muss BVG mal auch machen. Das schaffen wir manchmal so. Okay, es gibt immer wo ein Bus, der früh kommt oder so, aber es gibt auch immer Busse, die immer spät kommen. Die eine Minute wegen Stau, wegen Ampel oder so. Aber die können daran nichts, weil Autofahrer so besoffen fahren oder wenn die Ampel einfach rot ist und man halt einfach muss zu lange warten. Der, warum lägt das? Genau, immer in den Brücken, unter die Brücken, egal welche Brücke, lägt das richtig fett. Da gibt es einfach richtig Hängte. Ich weiß, sie fährt auch diese S-Bahn durch, aber. Hi. Hi. Hallo. Hi. Hallo. So. Hi. Aber das Ganze so lag. Oh. Also, meine Grafik ist halt nicht scheiße. Die sollte eigentlich normal funktionieren, ohne. Naja, ohne Lags. Überall gibt es Lags. Aber sollte eigentlich nicht so fett laggen. So alt ist meine Grafikkarten und so alles nicht. Na, ich weiß nicht, meine Grafikkarte ist eine 2060, meine CPU ist eine AMD 7 irgendwas, Ryzen 7 irgendwas. Weiß nicht, ich guck mal nachher mal nach, wie alt die alle sind. Oh. Ich hab mir vielleicht ein Weihnachten, weil ich mir vielleicht ein Lenkrad wünschen oder so. Einen von PlayStation habe ich mir gedacht. Oder so. Den ich auch für ATS, ETS, The Bus auch benutzen kann. Weiß nicht, ob ich mir das wirklich eine wünschen soll. Es soll nicht so toll sein. Ich brauche nicht das Beste vom Besten, weil es ist gleich mit Tastatur, wenn man jetzt eine Tastatur für 160 Euro kauft oder 100, über 100 Euro. So. Was dann halt schön aussieht und so, was halt ein, zwei Jahre hält, wird dann irgendwann kaputt gehen und dann hat man so viel Geld ausgegeben. So, ich hatte da früher, bevor ich die her habe, hatte ich eine billige Tastatur, die hat 90 Euro gekostet, eine billige Maus. Man hat gemerkt, das waren billige Sachen. Einfach nur das hingemacht, mehr nicht.
So. Es ist halt, wie soll ich sagen, billig, okay. So, hat dann wirklich ein, zwei Jahre gehalten. Ein, zwei Jahre hat das wirklich gehalten. Ja, maximal ein Jahr hat das gehalten, würde ich mal sagen. Ungefähr ein Jahr. Und dann ist halt bei der Maus das erste, was kaputt gegangen ist, halt bei der Maus war so eine komische Schicht. Einmal weißes Plastik, dann mal so ein schwarzes Plastik und dann halt das Rest. So. Und das schwarze Plastik war halt so billig, du hast einmal raufhauen, die Maus fällt in Plastik raus. Das ganze schwarze fällt ab. So, und das ist mir halt passiert. Ich habe da einmal aus Versehen draufgehauen und es war kaputt. Oder das Plastik. Unsere Idee war, weil ich wollte nicht sofort eine neue holen, war mein Plan mit Zirkonkleber. Haben wir dran gemacht. 2 Minuten später war es schon wieder ab. Ich weiß nicht, war es Ostern oder Ostern irgendwie oder irgendwie so Nikolaus. War es so, mein Vater war, weiß ich, irgendwo, hat eine Trust-Maus, die ich jetzt habe. So, hat mir die halt dann gegeben. So. Jetzt habe ich die, ich feiere die Maus sehr doll, weil ich kann halt die Farben ändern. Die ist nicht scheiße. Die ist jetzt schon seit einem Jahr. Und ist halt noch nicht in die Anzeichen, dass sie kaputt geht. Ist halt nur ein bisschen dreckig, so. Ist aber bei jedem, ist bei jedem Maus so, wenn man die lange benutzt. Habt ihr gestern ein bisschen sauber gemacht, versucht. So, meine Tastatur. Die ist jetzt auch seitdem auch ein Jahr alt ungefähr. Ja, ein halbes Jahr bin ich. Ein halbes Jahr alt. So, meine Tastatur, die ich früher hatte, die war... Moin. Man hat gemerkt, die hat... Hallo. Die hat LEDs gehabt, die hatte nur eine Funktion, nur beleuchtet. So. Und das Kabel kann man nur schmeißen. Würde ich mal ehrlich zugeben. Das Kabel so leicht zu verbiegen, selbst... Weiß ich nicht, ich kann es beschreiben. Man kann einfach einen leichten Klick machen und dann wäre das Kabel schon kaputt. So sein durch. So. Und ja, und da habe ich mir entschlossen, mir eine neue Taste zu holen. Ich wollte mir aber nicht so viel Geld ausgeben. So, weil ich bin halt. Das war ein bisschen zu langsam gebremst. Ups. Ja, da habe ich mir überlegt, bei mir gemacht, ob ich mir eine ganz gute Maus von Razer beispielsweise hole oder von Logitech. So, wenn ich mir eine Logitech Maus hole, Tastatur hole, so, habe ich nur gesehen, 100 Euro, hat alles 100 Euro gekostet. Oder ich hole mir eine andere Tastatur, die aber, die halt einfach leuchtet, egal, mir ist es nicht so schlimm, was die leuchtet. Das Einzige, was die leuchtet, ist Regenbogen, also ein Regenbogenmodus. Jetzt und das ist mir egal, das Rest ist mir egal. So, hab die geholt, hat 50 Euro gekostet, ist von Easy oder so, eine, sag ich mal, eine günstige Firma, aber nicht eine Firma, wo man sagen kann, ein, zwei Jahre ist die Tastatur eh Schrott. Nö, also ich habe die Tastatur, wie ich gesagt, ein halbes Jahr jetzt noch. So, die Tastatur ist halt nicht in die Anzeichen, dass sie kaputt geht. Das Einzige, was an die Tastatur ist, ist halt, die ist dreckig mit Staub und so, aber komm. Wie ich auch sage, ist bei jedem Maustastatur so, dass da irgendwo mal Staub kommt oder Moin. So ist. Und so, die leuchtet halt noch schnell, die hat noch andere Funktionen zu leuchten. So, und das ist halt das, was sie machen sollte. So, die kann auch tippen, so, was sonst. Das ist eine deutsche Tastatur, die ich davor hatte, die billige, war halt eine englische Tastatur. So. Und diese Dinger. Diese Tasten, die waren halt so billig, du hättest einmal raufgehauen, die Tasten, also wenn die ab wäre, dann wäre das Plastik schon kaputt. Bei dieser hier, die ich habe, ich hau da einmal rauf, gehen die nicht so schnell kaputt. So, und das Ding ist, bei dieser alte Tastatur, die ich hatte, billig, war es halt so, die LEDs, die drinnen gebaut waren, konnten nicht durchleuchten durch diese, Tasten da. Oh, ich habe ja jetzt Motor ausgemacht. Ups. Sehr schlecht. Das war halt kacke, weil abends hast du halt selten die Tasten gesehen. So, du hast schon was gesehen, aber nicht so, dass die Tasten. So, manchmal, wenn man jetzt lange eine Tastatur hat, weiß man, was man drücken muss. Aber manchmal braucht man auch kurz noch einen Augenblick darauf, was man drückt. So, und diesmal war bei dieser Tastatur, die billige, war es halt kacke. Oh, bremst doch nicht so hart.
Weil da hat man nichts gesehen. Die ich jetzt habe, die hat jetzt was Krasses. Die leuchtet, also wenn die Tastatur leuchtet, kann man diese Beispiel Zahlen, die Zahlen sehen. Oder Buchstaben so. Weil die Buchstaben da so ein weißes Haar. Das finde ich auch gut. So abends siehst du auch die Tasten. So. Aber was mich halt nur ein bisschen aufregt, dass die Tastatur ein bisschen schnell dreckig geht. Aber okay. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Die funktioniert, leuchtet und hat mein Glück. Ja. Ja. Darum sollte man sich auch nie so teure Sachen kaufen. Auch wenn dir sagt, ey, die ist ganz cool so. Aber irgendwann geht die kaputt und dann ärgert man sich, dass man so viel Geld ausgegeben hat. Wenn jetzt meine eine Tastatur kaputt geht, die ich jetzt hier habe, ah ne, ich muss bleiben, dann werde ich auch nicht rummeckern, weil ich dann weiß, ey, die Tastatur war halt nur 50 Euro wert. Hat so viel gekostet und ich kann halt noch leben. Da hole ich mir einfach das gleiche nochmal oder ich hole mir einfach ein bisschen höhere, so ab 90 Euro, so auch 80. Na, maximal 80 Euro ist eigentlich noch okay für mich. Würde ich noch sagen, okay, für Not 80 Euro, für Not 90 Euro, aber möglicherweise tiefer. Beispiel jetzt 50, 60 Euro. So, meine Maus ist es gleich auch. Ich brauche nicht die beste Maus, wo all dies beste Funktion, weil man XY macht. Meine Maus hat auch krasse Effekte. Beispiel, wenn ich eine Taste drücke, leuchtet die. Oder wenn ich jetzt, ich kann auch umstellen, lässt die aus. Ja, ihr seht jetzt gerade nicht, aber die macht jetzt andere Effekte. So. Und dann habe ich diesen Regenbogen-Effekt, was an meinem PC-Lüfter auch sind. So, das feiere ich und das ist das Einzige, was ich halt brauche. So. Nee, das war's halt einfach. Das muss man ehrlich zugeben. Man braucht nicht das Beste. Ich habe auch nicht die besten LEDs. Ich habe hier in meinem Zimmer auch LEDs. So, meine LEDs sehen eigentlich schön aus, aber das Kerkefehl, man kann die halt nicht zusammenverbinden. Einziges halt, Kleber ist scheiße. Also bei die eine war dann halt kacke, okay, bei andere auch eigentlich. Aber komm, die hängen jetzt und gucken jetzt, oder leuchten jetzt. So, mein PC, welches nichts da richtig sagen, der war halt, ist halt ein PC halt. Was der PC tut, tut der PC. So. So. Nee. Was soll ich halt auch sagen? Meine zwei Monitore, die ich habe, sind auch nicht die besten. Also, der einzige, der beste, ich den habe, ist von Samsung. Das ist der, finde ich, der beste. Der hat nur 77 Hertz. Ist voll HD, hat HDMI, hat auch VGA. So, aber VGA brauche ich nicht. So. Und ist halt. Sieht schön aus. Mein anderer Monitor, der ist ein bisschen älter. Der ist, weiß nicht, von 2014. Das ist ein LG-Monitor, der hat keinen HDMI-Anschluss, aber so ein fettes DVD oder DVD oder irgendwie so heißt der Anschluss. Kann halt fast das gleiche wie mein Hauptmonitor, aber hat nur 60 Hertz. Und ja, funktioniert halt voll. Hi! Hallo? Hier. Und ich habe eben meinen Monitor umgedreht, um zu sagen, eigentlich steht der Monitor nicht quer, wie heißt es, doch quer, ne, weiß nicht, ob das jetzt quer ist. Der steht jetzt, also so, der steht halt umgedreht, so, dass ich den Chat besser sehen kann, Beispiel, oder OBS ein bisschen besser habe. Ah, ich muss rein. So. Tamara Danzstraße. Einfach durchziehen. Wir kommen bald zum Ende, weil gleich hinten ist die Haltestelle. Die Endhaltestelle. So, ich bin einsteigen. Also hier war ich zuletzt auch, diese Gebäude, was hier gleich kommt, der hohe Turm da. Oder der halbe hohe Turm. Den feiere ich. Also, weil der sieht wirklich echt aus. Warte. So, muss gerade hinfahren. So, der hier gleich kommt. Warte, muss hier gleich hinfahren.
Der hier gleich kommt, der kommt gleich, der kommt gleich. Seht ihn schon, ich hab den gerade gesehen. Den hier gleich hier. Ups, die Dinger eingesetzt. Der hier. Der ist schön. Der sieht auch ein bisschen echt aus. Warschauer Straße. So. Haltestelle war es jetzt nicht, noch nicht. Doch, das ist die Haltendstelle. Hoffe ich mal. So, damit möchte ich das Video auch heute beenden. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, Leute.